Hallo bei Wie mag die dat? Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich dieses Bild gemacht habe. Beziehungsweise das ist ein Schild für einen Eingang für eine Firma, für die ich das gebastelt habe. Ich zeige euch mal das, so habe ich das gelasert, also mit meinem Laser. Zeige euch mal kurz ein kurzes Video, das habe ich nur mit dem Handy gemacht, aber damit ihr einmal seht, wie ich das gelasert habe. Und ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4 Sachen gelasert. Klar, war geschlossen und geöffnet. Das wären zwei Schilder und ich wollte euch einmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, das ist das erste, das habe ich jetzt schon mal hier oben geschliffen. Das sieht normalerweise nicht so ganz so sauber aus. Das ist halt immer so ein bisschen leicht verbrannt. Wie man hier sieht, von unten ist es sogar stärker verbrannt. Aber ich habe das auch von unten schon mal geschliffen. Das ist dann, sieht dann so aus. Ich klebe dann immer von unten, also von hinten einmal Klebeband drauf, damit sich das nicht verzieht. Und dann kann ich das wunderbar schleifen. Der Vorteil beim Schleifen ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel so wie hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn er nicht ganz durchgelasert hat, dann kann man das da eben, wenn man schleift, schleift man einfach so tief, dass man es rauskriegen kann, dann einfach noch mit dem Cutter dran hergehen und hat dann halt das hier. Das soll nachher so werden, also wie ihr es auch auf dem Bild gesehen habt, das hier ist die eine Platte, die dann von beiden Seiten gelasert ist, wo nachher dieser Ring, also wo das nachher drauf kommt, ne, wie ihr es auch gesehen habt, das wird nachher einfach zusammengeklebt. Das hier mache ich jetzt noch schwarz matt. Und ja, dann werde ich die alle schleifen. Und wenn ich die alle geschliffen habe, ne, das kann man ja wieder mit Hand schleifen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, einfach mit so einem Schleifpad. Und dann schleift man hier so lange drüber, bis das alles richtig hell ist. Das kann man allerdings auch, wenn man so wie ich gemacht habe, kann man es halt auch mit der Maschine machen. Dann funktioniert das auch. Also das funktioniert auch so einwandfrei. Genau, und jetzt schleife ich die alle über, mache die alle fertig. Und das mache ich jetzt nach und nach. Das zum Beispiel hier auch sieht man, da wo der da ist, hat er nicht durchgelasert. Da muss ich dann ja nochmal durchcuttern und hoffen, dass der nicht ganz rausfällt. Und dann wird das aufeinander geklebt. Also die einzelnen Buchstaben nachher hier aufgeklebt. Dafür setze ich die Schablone auf, aber das zeige ich euch dann nachher nochmal. Genau, jetzt schleife ich erstmal und dann schalte ich euch nachher nochmal wieder zurück. So, da bin ich wieder. Alles geschliffen, alles fertig. Ich habe das jetzt hier schon mal hingelegt, so wie ich das haben möchte. Hier wird das gleich draufgeklebt. Ich mache das hier mit so einem Sekundenkleber, kann ich euch auch unten mal verlinken. Das ist, glaube ich, ganz gut damit. Also den braucht man. Ich habe hier mal vorsichtshalber für so kleine Sahne Pinzette. Ein paar Unterlegscheiben, da seht ihr näher warum. Hier so ein kleines Stück Holz, um das näher anzudrücken. Nochmal einen kleinen Schraubenzieher, um das auch anzudrücken. Genau, und dann starte ich eigentlich damit, dass ich erstmal den Außenring mache. Ich werde mich jetzt gleich da hinstellen und das dann mal machen. Mal gucken, wie wir das gefilmt kriegen. Ich mache ein bisschen Sekundenkleber drauf, dann kommt das hier drauf. Das hier habe ich mir so einen kleinen Anschlag gebaut, damit das hier genau in der Ecke ist, damit das nicht so gehampelt wird. Genau, ich fange da jetzt mal mit an und ich glaube, ich mache da näher einen Zeitraffer von, aber wir schauen uns das jetzt mal an. So, bei Sekundenkleber ist halt immer das Problem, sekundenschnell werden. Also mache ich jetzt erstmal hier überall so kleine Kleckse drauf. Das soll eigentlich schon reichen. So, jetzt klebe ich das, jetzt schiebe ich das hier ganz in die Ecke und mache den da rein. Und als Sicherheit, dass ich den nicht schief mache, schief aufklebe, lege ich den da jetzt auch nochmal rein. So, und jetzt eine Sekunde warten. So, das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Sekunde ist rum. Jetzt nehme ich den mal raus, damit ich das ablüften kann. Das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt mache ich gleich den nächsten Ring. Dann lege ich das hier wieder rein, damit das alles schön passt. Nehme den Ring, mache jetzt hier auch überall Sekundenkleber drauf. So, und jetzt habe ich den Ring angeklebt und jetzt nehme ich das hier raus, falls da doch ein bisschen Sekundenkleber dran kleben geblieben ist, wie man schon gehört hat, dann klebt das da nicht fest. Und das lasse ich jetzt auch einfach eben kurz anziehen. Das ist alles auch sehr einfach. Die Buchstaben ist ja eine größere Herausforderung. Ja, das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen anziehen. So, jetzt kann ich schon meine Unterlegscheiben. Die Unterlegscheiben mache ich deswegen, dass wenn ich näher die Buchstaben mache, dann kann ich die etwas runterdrücken. Also, dass die nicht ganz... dass das Brett nicht ganz aufliegt. So stelle ich sicher, dass ich nicht nachher
das Brett mit anklebe. Und ich kann auch sehen, dass das halt richtig passt. So, die verteile ich jetzt so, dass da, wenn es irgendwie geht, keine Buchstaben oder sowas damit in Berührung kommen. So, das müsste auch eigentlich reichen. Und jetzt lege ich das Brett mal, lege ich das kleine Brettchen drauf. Guck einmal, da ist zum Beispiel, da komme ich drunter. Den kann ich jetzt ein bisschen wegschieben. Oder ich nehme es nochmal raus. So. War auch ein bisschen knapp. So, jetzt lege ich das da wieder drauf. So, dass das passt. Genau, jetzt kann ich dann weitermachen mit dem Kleben. Ich mache jetzt mal erstmal einen großen. Das ist dann auch einfach, na komm her, kommt hier wieder Kleber drauf. Und dann halte ich das hier fest, stecke den da rein und nehme jetzt mein Hölzchen und halte mal kurz mit dem Hölzchen fest. So, kann ich schon den nächsten nehmen. Genau, das mache ich jetzt mit jedem Buchstaben. Und dann hebe ich das immer zwischendurch mal einmal hoch, um sicherzustellen, dass da nichts an diesem Jahr dran kleben bleibt oder sonst was. Jetzt habe ich schon das Nett da stehen. Und jetzt arbeite ich mich damit durch. Und ihr hört Musik und seht einen Zeitraffer. Und so sieht es dann schon mal die Hälfte aus. Also finde ich eigentlich so ganz nett. Wie ihr seht, habe ich das innen doch nicht schwarz gemacht. Ich habe das immer so gelassen. Ich fand so in Natur eigentlich schöner. Also geht's oben weiter. So, und wenn dann alles geklebt ist,
Dann nimmt man die oberste Maske weg. Jetzt sieht man hier, da habe ich ein bisschen Holz verloren. So, jetzt kann ich die und jetzt ist das Bild fertig. Nicht wie gesagt in Schwarz, sondern in Natur. Einmal so und den habe ich vorhin fertig gemacht. Das ist die andere Seite. Also wie ihr seht, ist das eigentlich recht einfach zu machen. Man braucht einen Laser, ein bisschen Geduld und ein bisschen Frickeln. Aber dann hat man eigentlich ein ganz witziges Schild gemacht, was wirklich auch ganz nett aussieht, finde ich. Und umso größer die Buchstaben sind, umso einfacher wird es natürlich. Das ist jetzt relativ klein, ich glaube 25 mal 17 oder sowas. Ja, ich würde sagen, so viel mal Bastelstunde mit Markus. So, das Schild ist fertig. Jetzt bleiben mir nur noch diese Dinger über. Ist auch mittlerweile schon ausgeliefert, ist schon aufgehängt. Ist ausgeliefert, ich habe es hingebracht. Ich wollte euch mal kurz zeigen, ich habe es mit diesem Laser gemacht. Aufero heißt der, glaube ich, Laser 2. Geht auch mit dem anderen Laser. Ich habe es hiermit gemacht, der funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Lightbird habe ich das jetzt gemacht. Kann man eigentlich nicht meckern. Im Hintergrund seht ihr, wir haben den 1. April, es schneit, man glaubt es kaum. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal ein anderes Video als sonst so von mir gewohnt. Ja, das nächste Video wird dann hoffentlich die Fräse sein oder wir schauen dann einfach mal, da mache ich da ein Video von und ich würde sagen, so lange Leute, wat und bis zum nächsten Mal bei Wie mobbt ihr das? Und nicht vergessen, abonnieren und kommentieren. Dankeschön, tschüss.